Sie sind da nicht dran. In Deckung. Alter, wieso habe ich den denn getroffen, wenn ich auf den ziel, ey? Was ist das denn hier gerade? So, jetzt sind wir wieder hier. Schmeißen wir mal eine Granate rein. Die Granaten brauchen ja hier scheinbar brauchen ja hier ewig, bis sie zünden, ey. Die kommen rein! Die Treppe hoch! Hier lang! Komm, jetzt wechseln wir mal die Waffe gegen hier die MP. MP 100. So, wir spielen aber noch dieses nette Gewehr hier. Die Ariska. Nur Bajonett. Sarge, da bewegt sich was! Und dann eine Grät. Nicht schießen. Feindliche Infanterie. Kolonski, durchsuchen. Auf den Boden! Jetzt! Hände schön oben halten. Scheiße! Miller! Roebuck! Miller! Sie haben den Sergeant getötet! Die Schweine haben ihn erwischt! Die Linie halten! Das ist nicht gut. Gibt's hier nicht ein MG? Ich hab gedacht, gäb's mal ein MG. Da habe ich mir das nur eingebildet, weil ich mal so ein, weil ich eine MP hatte oder so. Ich weiß nicht, weil irgendwie ich hätte gedacht, ich auf den Granaten. Jetzt haben die Schweine den Sergeant getötet. Die haben so viel durchgemacht. Aber ich. Oh, da ist aber jemand böse. Private Polowski. Alter, ist hier gerade viel los, Alter, ey. Was müssen wir denn überhaupt machen? Was ist Missionsziel? Verteidigen Sie das Gebiet. Dieses Geräusch! Luftangriff anfordern! Befördern wir diese Bastarde ins Jenseits! Bestätigt! Feindliches MG! Da oben ist ein Flugzeug. Ein verdammter Banzai-Angriff! Oh! Ziel verfehlt! Diligent 1-6, Ziel anpassen! Wiederhole! Ziel anpassen! Was auch immer du brauchst! 30 Sekunden! Ziel verfehlt? Wieso Ziel verfehlt? 20 Sekunden! Kein Problem. Gut. Also irgendwie bin ich ja gerade im Moment ein bisschen sprachlos. Ich weiß nicht, ich bin mich hier gerade richtig am Konzentrieren. Weil irgendwie... 5 Sekunden. Den. Los, Miller! Flugzeuge anfordern! MG! Koordinaten erhalten! Feindliches MG! Ich will das MG da hinten killen. Sie kommt direkt auf uns zu! Da ist er. Ziel verfehlt! Diligent 1-6, Ziel anpassen! Wiederhole! Ziel anpassen! Wow. Alter, wie kommen die denn? 30 Sekunden! Ich glaube, ich muss das das Maschinengewehr abschießen. Ja, ich lass mal das das. Ich lass. Ich lass mal den Luftanschlag auf das MG los, weil, das ist scheinbar das, was sein muss, weil ich kann ja, wie gesagt, von hier nicht abschießen. Leider Gottes. Und ich denke mal, dass da mit der Luftanschlag gemeint ist. Es tut mir leid, wenn ihr, wenn ich im Moment ein bisschen... Miller! Luftangriff anfordern! Schnauz, Alter, ey. Jetzt werde ich ein bisschen aggro, leider, ey. 45 Sekunden! So, jetzt will ich auch mal sehen. Feuert weiter! Aha! Alter! 30 Sekunden! Alter! Ich werd hier nur gemessen, ey! Immer von einem und demselben, ey! Ah, ich soll also jedes einzelne Gebäude scheinbar bombardieren. Das ist scheinbar der Sinn der Sache hier. Das
können wir dann doch mal tun. Luftangriff bereit! Koordinaten erhalten! Ich hab einfach mal da reingezielt, mitten in der... mitten in der Nebel rein. Ah, na endlich! Ziel getroffen! Na, das ist doch schon mal was Nices. Nur das. Aber das verstehe ich nicht so richtig. Luftangriff verfügbar. Wir brauchen diesen Luftangriff. Bestätigt. Ah, ich baue mal, mach einfach mal, ich schieße einfach mal nach rein. Da steht Ostgebäude und auf der Minimap ist das, was ist das Ostgebäude? Ihr könnt ja auf der Minimap das sehen. Also der Polonski, das ist ja ganz gut, der kann auf jeden Fall nicht sterben. Ah, Ziel erfüllt. Das muss man schon mal zweimal treffen. Sondern ganz kaputt gemacht werden irgendwie. Geschafft. Schnell Munition hier alles einsammeln von den ganzen Japaner hier, die verreckt sind. Ist vorbei. Wow, liegen hier viele Waffen und so viele Thompson. Alles getan, was man von uns verlangt hat. Jede Nacht haben wir in den Schützengräben gebetet, dass sie uns nicht die Kehlen aufschlitzen. Jeden Tag sind wir durch Matsch und Dreck gerobbt, während uns die Kugeln um die Ohren flogen. Das hier ist der letzte Rückhalt des Feindes. Wenn wir Burg Shuri einnehmen, geht's nach Hause. Jeder von uns. Das ist natürlich jetzt tragisch. Jetzt sind wir wieder als Russe unterwegs. Ja, es tut mir echt leid. Leider ist Private Sergeant Miller, glaube ich, heißt er. Ist leider tot. Ich habe mein Bestes getan. Aber es hat nicht gereicht. Es tut mir so leid. Es tut mir einfach leid. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Wir greifen den Reichstag an. 1945, 30. April. Wir müssen unseren Sergeant rächen. Die Deutschen müssen dafür büßen. Sie müssen sterben. Oh, das ist der Bahnhof. Stadt, den geben wir einfach mal Stadt drücken. Du wirst es schaffen. Hörst du mich? Herz der Deutschen. Sie haben ihre eigene U-Bahn geflutet, um uns zu töten, Dimitri. Und wieder haben sie versagt. Wieder haben wir dem Tod getrotzt. Du schaffst es. Entspann dich kurz. Tief durchatmen. Wie gewinnen wir den Krieg wohl? Indem du darüber schreibst oder indem wir kämpfen? Das wird nie jemand lesen! Wenn ihr es nicht ertragt, für euer Land zu töten, zeigt wenigstens Mut genug für es zu sterben. Danke für die Pipücher. Wenigstens voll munitioniert. Ja. Ja. Die linke Flanke einnehmen und die Gebäudeverteidigungen alle niedermachen. Jawohl, Kommissar. Ihr habt es gehört, Genossen. Nach links. Berlin steht kurz vor dem Fall. Wir alle müssen dazu beitragen. Ja, gut, dann. Alter, wieder einfach vorrennt. Soldat. Oh, Granate. Ach so! Das ist ein Dotter und der wird aufgehangen. Ach so, weil es ein Feigling. Ja, gut, das habe ich. Das sah anfangs leider nicht so. Hatte ich anfangs nicht gesehen. Jetzt gehe ich hier wahrscheinlich wieder sterben. Gut, also, wenn man gegen die Deutschen macht, muss man aufpassen, weil von denen gibt es scheinbar echt viele. Ja.
Amerikaner. Okay, gut. Also, da bin ich tot. Warum lade ich eigentlich immer nach, wenn ich Gegner sehe, wenn direkt Gegner vor mir sind? Könnte es mal jemand sagen? Ich gehe jetzt einfach hier rein. Schnauze. Ja, mit der Enten, mit der dicken BPSH. Oh, Entschuldigung. Ich werde da jetzt mit dem Teil hier schön die Munition verplempern und danach kommt die MP40 wieder dran. Da hinten. Ah, ich zeig mit der mein. Ja genau, ich zeig mit meinem Finger drauf. Hinten links. In der Ecke stand er. So, jetzt laden wir aber hier nach, bevor wir wieder da reingehen. Alter, ey. Was ist denn hier gerade los, ey? Das ist das erste Level Deutsche und ich bin permanent schon nur am Sterben. So. Erstmal komplett hochgeneriert. Wow. Was ist das? Der ist ja einfach gespawnt. Wow. Okay, das war Feuer. Ja, sterb. Oh, wir sind in einer schönen Session-Bibliothek. Nein, ich bin schon wieder tot. Ich hab den nicht gesehen. Mann, Leute. Sagt mir das doch, Mann. Oh, ich bin schon wieder hier. Ah, Mann. Was baue ich denn im Moment für eine Scheiße? Was ist denn wo? Auf 2 gedrückt, um die Waffe zu wechseln. Hört ihr das? Klack, 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 klack. Wow. Jetzt gehe ich einfach mal hier entlang. Es ist mir jetzt echt egal. Jetzt kill ich erstmal die hier und kämpfe mich hier durch, bevor ich da durchgehe. Das ist ja scheinbar das Einzige, was ich hier machen kann, da vorne durchzurennen. Das ist leider scheinbar mein viele Gegner. Schnell in Deckung gehen. Mag die Waffe hier nicht. So schnell sie auch schießt, ich mag die einfach nicht. Die schießt viel zu schnell, finde ich. Und ja, dass die Munition einfach so schnell leer. Das finde ich nicht gut. Diesmal mal da durch. Hoffen mal, dass der tot ist. Oh, okay. Also irgendwie bin ich im Moment echt blind scheinbar. Hab ich gemacht. Was bist du denn, Tag? Bist du in den Boden oder was? Ich glaube, der hat einen Bodenschuh. Also Leute, wir sind jetzt hier in Richtung Reichstag. Wir sind kurz vorm Reichstag. Als Russe wollen gleich die Fahne hissen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. So, wir sollen da sogar raus. Ja. Wie gesagt, jetzt müssen wir hier überall aufpassen. In allen Ecken. Heute ist der Tag unserer glorreichen Vergeltung.